Wir befinden uns im Jahr 2006. Es ist Sommermärchen, Deutschland jubelt und gewinnt fast. Weltoffen sind wir auch noch und die ganze Welt denkt, Moment, das sind ja gar keine mehr. Jahre später folgt die Ernüchterung. Nach lange kursierenden, hartnäckigen Gerüchten kommt der Skandal. Deutschland habe die WM gekauft. Eigentlich unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass die FIFA normalerweise ein total sauberer Verein ist. So oder so. Heute geht es um dubiose deutsche Investitionen und seltsame Zahlungen an Entscheidungsträger. Außerdem geht es um eine unschuldige Satireaktion, die inmitten von schwarzen Kassen und dreckigen Deals womöglich aus Versehen die WM nach Deutschland geholt hat. Die Geschichte, die jetzt folgt, kennt der ein oder andere ältere Zuschauer vielleicht schon, aber sie ist so herrlich, dass wir sie noch einmal aufrollen wollen. Deutschland will also die WM ins Land holen, man erhofft sich Geld und Image. Über den Austragungsort der WM stimmt das Exekutivkomitee der FIFA ab. Insgesamt 24 Vertreter diverser Verbände dürfen wählen. Zu Beginn befinden sich 4 Länder im Rennen: Deutschland, Südafrika, England und Marokko. Franz Beckenbauer ist der Vorsitzende der deutschen WM-Bewerbung und des Organisationskomitees. Als offizieller Repräsentant tourt er durch die Welt, um Werbung für sein Land als Austragungsort zu machen. Deutschlands Chancen stehen ganz gut, aber Südafrika scheint bessere Karten zu haben. Also war es wohl an der Zeit, ein paar Komiteemitglieder umzustimmen. Da wäre zum Beispiel Mohammed bin Hammam aus Katar. Dem wurden 6,7 Millionen Euro gezahlt. Das Ganze lief wohl ungefähr so ab. Aus dem Umfeld von Franz Beckenbauer werden über das Advokaturbüro Notariat Gabriel und Müller 6 Millionen Franken an Bin Hammam gezahlt. Gleichzeitig überweist der ehemalige Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus 10 Millionen Franken an das gleiche Notariat. 6 Millionen gehen zurück an den Kaiser, die restlichen 4 Millionen gehen wiederum an Bin Hammam. So erhält er insgesamt 10 Millionen Franken, damals rund 6,7 Millionen Euro. Adidas ist einer der Hauptsponsoren der WM 2006 und der Chef springt als Kreditgeber ein, um einem Mitglied des Exekutivkomitees Millionen zuzuschieben. Okay. Er bekommt das Geld später vom DFB-Organisationskomitee zurück, also da, wo Beckenbauer Vorsitzender ist. Die Zahlung ist für eine angebliche Gala, die nie stattgefunden hat. Das wirkt fast so, als hätte man damit einen privaten Kredit mit WM-Budget beglichen. Die Zahlung wird noch fein als Betriebsausgabe vermerkt. Dafür müssen sich ehemalige DFB-Funktionäre heute vor Gericht verantworten. Internationale Ermittlungen laufen ebenfalls. Bis heute ist nicht geklärt, wofür das Geld war. Es gab auch einen Vertrag zwischen Beckenbauer und Jack Warner, dem damaligen Vorsitzenden des Fußballverbands CONCACAF. Mittlerweile ist Warner aufgrund von Korruption in 8 Fällen angeklagt, das FBI ist an dem Fall dran und er ist natürlich lebenslang gesperrt. In dem Vertrag wurden Warner diverse Leistungen zugesagt, zum Beispiel auch Tickets, die er für hunderttausende Euro hätte weiterverkaufen können. Insgesamt geht es um 5 Millionen Euro. Aber alles keine Bestechung, um Gottes Willen. Warner und Bin Hammam waren übrigens, kein Scherz, auch im FIFA-Finanzkomitee und bewilligten Deutschland dann später noch 225 Millionen extra Zuschuss für die WM. Zufälle gibt's. Darüber hinaus gab es noch Schmiergeldlisten eines insolventen Unternehmens, zugeschusterte TV-Deals, einen Luxusauto-Retail-Deal, eine Kanzlei, die neutrale Gutachten erstellt, für die sie aber mit Millionen vom DFB vergütet wird und. Deutschland hätte die WM trotz der ganzen glücklichen Zufälle wahrscheinlich trotzdem nicht gekriegt. Nach 2 Wahlrunden kam es zu einem Stechen zwischen Deutschland und Südafrika. Dieses Stechen wäre wohl unentschieden ausgegangen, 12-12. Bei einem Unentschieden entscheidet der FIFA-Chef, das war damals Blatter. Der hätte seine Stimme Südafrika gegeben und Deutschland hätte verloren. Aber dann geschieht das Unglaubliche. Charles Dempsey ist ein Komiteemitglied aus Neuseeland und ist dabei, als im Grand Hotel Dolder über die WM-Vergabe abgestimmt wird. Seine Stimme soll er Südafrika geben. Am Abend vor der finalen Abstimmung wird noch ordentlich auf ihn eingewirkt. Sein Hoteltelefon klingelt die ganze Nacht, er wird später von mächtigen europäischen Interessensgruppen sprechen. Wer da wohl am Telefon war? Irgendwann erreicht ihn auch ein Bestechungsfax, das unter dem Türschlitz in sein Hotelzimmer geschoben wird. In holprigem Englisch wird Dempsey ein Präsentkorb aus dem Schwarzwald angeboten, sofern er morgen für Deutschland stimmt. Der Inhalt? Some really good sausages, ham and hold on to your seat, a wonderful cuckoo clock and a beer mug too. Do we leave you any choice? Richtig gute Wurst, Schenken, eine Kuckucksuhr und ein Bierkrug. Da kann man auch nicht nein sagen. Unterzeichnet ist das Fax von Martin Sonneborn, denn es handelte sich um eine Satireaktion der Titanic.
Sonneborn schickte einfach zwei Bestechungsfaxe an das Grand Hotel Dolder und bat die Rezeptionistin, die hochwichtige Nachricht einigen ausgewählten Komiteemitgliedern zukommen zu lassen. Die Rezeptionistin packte die Faxe in Umschläge und schob sie unter den jeweiligen Zimmertüren durch. Das war ganz allein ihre Idee, verlieh der Aktion aber die nötige Glaubwürdigkeit. Das absolut Unglaubliche: Es funktionierte. Dempsey galt als nicht korrupt und war somit seit jeher ein Außenseiter bei der FIFA. Als die entscheidende Abstimmung ansteht, enthält er sich, weil es zu viel wird. Er will nicht als korrupt erscheinen. Live auf CNN sagt er: "This final fax broke my neck." 12:11 für Deutschland, den Rest kennen wir alle. Nun ist unklar, ob das Fax wirklich der Grund war, die Aussage wiederholte Dempsey nie wieder. Er starb 2008 und wird also niemals schlussendlich Antwort liefern können. Irgendwo ist es aber doch herrlich. Da wurden Millionensummen hin und her geschoben, Deals hier und da gemacht und vielleicht, nur vielleicht wäre alles für nichts gewesen, wenn die Titanic dieses Fax nicht abgeschickt hätte. Anstatt aber Danke zu sagen, drohte der DFB mit einer richtig saftigen Klage. Sonneborn musste daraufhin versichern, dass er nie wieder versuchen würde, Einfluss auf FIFA-Delegierte zu nehmen. Die Unterlassung hätte man beim DFB auch intern mal rumreichen können. Die Bild hetzte noch schön gegen die Titanic und rief ihre Leser dazu auf, den Redakteuren am Telefon mal richtig die Meinung zu sagen. Hier ein Ausschnitt. Das ist beschämend und dreckig. Wir haben die ganze Nation nicht gemacht. Ihr Bastarde! Alle hinter Gitter, meine Meinung. Das Gesamtwerk Bildleser beschimpfen Titanic-Redakteure haben wir euch natürlich verlinkt. Was für eine unglaubliche Satireaktion, die schlussendlich aufzeigt, dass es in der FIFA auch Stimmen gibt, die man nicht kaufen kann. Cheers!